Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wir machen heute unser Labor fertig, aber lass mal kurz noch mal ein bisschen in den Szenario reingucken. Denn heute ist schon unser letzter Spieltag. Ich denke mal, ihr da draußen habt noch ein oder zwei Spieltage vor euch. Wir hatten ja nur fünf hier. Also haben wir auch, oh, das ist ein bisschen laut, also haben wir auch dementsprechend nicht so viele Spieltage und sind heute schon durch. Also das ist jetzt schon unser letzter Clankrieg hier in der laufenden Liga. Allerdings, damit wir dann wieder so ein bisschen auf Höhe mit den Spätzen mit Soos-Leuten sind, werden wir hier einen normalen Clankrieg einfach mal danach spielen. Was ja letztendlich auch nicht so schlecht ist, so überbrücken wir hier so ein bisschen die Zeit und gehen dann nicht schon rüber und die haben noch zwei Spieltage oder so. Das wäre jetzt ein bisschen blöde. Und so kann man das ganz, ganz sinnvoll machen. Wir gucken mal, was der Mac Attack hier gemacht hat mit Yeti Smash. Ein bisschen muss ich sagen, geht mir die Strategie so ein bisschen auf den Geist. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass meine Base jetzt mittlerweile das zweimal, glaube ich, in dieser Liga hier damit gedreiert wurde. Und das ist ja nur Spam. Das hat ja, also ich meine, ein bisschen hat es ja mit Taktik zu tun. Du musst ja ein bisschen funneln oder sowas. Aber es ist schon extrem gespammt. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Zeiten erinnern, wo die Hexen so stark waren, wo du die einfach irgendwie setzen konntest. Und nach mir die Sinnflut und drei Sterne Incoming. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Und hier ist halt Yeti Smash in aller Munde, auch bei uns. Also wir können uns da auch nicht gegen wehren. Es ist halt im Moment scheinbar die Taktik, die so ein bisschen OP ist. Und ich wollte gerade sagen, und wer gar kein Clash of Clans spielen kann, der nimmt einfach Yetis. So schlimm ist es jetzt nicht, aber selbst der Clan vorher, der in dieser Liga keine 30 Sterne gemacht hat, haut uns hier 33, glaube ich, rein oder 32 und haut uns hier ein Dreier nach den nächsten rein. Und immer mit Yetis, ehrlich. Es hat kein anderer, also so schöne Taktiken siehst du hier nicht mehr, weißt du, so einen ganz eleganten Golalun oder einen Suhilalu oder irgendwas mit Hawks, 40 Hawks oder sowas und nur Helden. Yetis sind in aller Munde hier. Ab und zu mal ein Drachenangriff auf unserer Seite. Der Doc greift ja mal ganz gern mit Drachen an. Nicht so mein Fall. Und der Zack hat das hier aber eigentlich ganz gut gemacht. Wo hat's gelegen? Am Ende hat's irgendwo ran gelegen. Und zwar ist hier noch ein bisschen viel Defense. Und vor allen Dingen ist hier noch ein Single Inferno, wie ich gerade so sehe. Das habe ich jetzt eben gar nicht gesehen. Also auch sehr verschiedene Dörfer hier mal wieder gesehen in der laufenden CWL. Die Queen kommt da noch nicht dran. Die muss jetzt gleich zünden, wenn die erstmal im Inferno-Strahl steht. Und so wie jetzt, denn der heizt doch relativ schnell aus. Mal gucken, ja. Er hat jetzt die Zeit nicht ausgenutzt, bis sie selber zündet, denn gerade beim Single, da hast du noch gerade so die Safe-Zündung und dann war es das aber auch. Dann ist die trotzdem instant tot, aber okay, null. Null Zeit. Naja, ihr seht das hier, wir können ja nicht absteigen. Der ein oder andere hatte das ja gefragt. Wie sieht das aus? Könnt ihr eigentlich auf- oder absteigen? Ja, aufsteigen können wir nicht mehr. Aber absteigen können wir auch nicht, weil keiner absteigt aus dieser Gruppe. Dennoch wollen wir uns eigentlich ganz gut schlagen. Allerdings der Clan TT dort, TT Fingurs oder so wie sie heißen, sind schon, wo sind die? Da unten. Die haben erst drei Angriffe gemacht. Und wir immerhin schon 11 und trotzdem sind die jetzt schon wieder so ein paar Sterne vor uns. Lach aber daran, dass sie auch gewonnen haben. Also wir haben hier in der Liga mittlerweile gespielt, zwei gewonnen, zwei verloren. Und mal sehen, vielleicht gewinnen wir den dritten noch. Aber ich denke mal, die gehalten haben wir in jedem Fall erreicht hier. Schade mit den fünf. Clans, die es hier ja nur waren, hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Aber egal. Wir wollen heute unser Labor fertig machen. Habt ihr ja ein Bildchen gesehen? Da steht bei mir schon seit Wochen Research. Warum steht das da eigentlich? Ja, eigentlich. Und ich habe auch genug Dunkles. Das kommt ja noch dazu. Ich muss nur noch mein Skelett sauber machen. Allerdings habe ich mir gedacht, Toto, du bist ein Sparfuchs. Ich nehme mal einen Pass. Und zwar, bis es hier hinten den 20-prozentigen Boost hier gibt, den Research Boost. Also wo das nochmal billiger wird, denn dann kostet der nur 200.000. Im Moment kostet der über 200.000. Dann habe ich aber wiederum gedacht, na okay, mit den neuen Spielen könnte man das natürlich machen, ja. Aber ich glaube, bei mir ist jetzt das Dunkle auch egal. Ich denke, wir können den machen. Ich könnte ihn sogar so direkt fertig machen, aber ich lasse ihn einfach laufen. Er läuft 12 Tage, 18 Stunden.
Damit ist mein Labor auch fertig. Ich hoffe, eure Labore sind auch fertig und laufen auch. Also, ich könnte ihn jetzt fertig machen und habe noch ein Buch im Pass. Macht aber keinen Sinn. Ich verkaufe die Bücher lieber dann für 50 Gems. Und der kann hier ganz gemütlich, würde ich sagen, ein paar Tage laufen. Mal sehen, was wir hier eigentlich heute noch zu tun haben. Ich war heute erst kurz hier im Dorf, beziehungsweise auch hier unten im Dorf. Hier gibt es ja eigentlich immer was zu tun. Und auch den Uhrenturmtrank, den Uhrenturm-Speed. Den nehme ich aber etwas später. Wer es nicht sehen will, guck kurz weg, dass ich meine Tagesquests hier bekomme. Wie habe ich den denn eigentlich immer gemacht? Ah, ich muss mal gerade überlegen, wie habe ich den eigentlich immer gemacht hier? Genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber im Moment spamme ich auch hier. Ich spamme auch hier im Moment, weil genau weiß ich gar nicht, wie ich den eigentlich immer gemacht habe. Alter, ja, ich habe heute schon ganz, ganz viele Dörfer gemacht. Die hatten da wirklich nur das Ganze hier nur auf Luft stehen, also auf Luftverteidigung. Und da bin ich natürlich dann hoffnungslos überfordert. Allerdings können wir hier mal mit unserer Kampfmaschine reingehen. Denn wenn die hier ein bisschen zu schnell reingeht, dann ist die auch ruckzuck hier in den Zerschmetter ran. Das sieht aber noch ganz gut aus. Jetzt kommt zwar da unten die Tonne raus, macht aber erstmal nichts. Und der Lava-Launcher war jetzt auch gerade abgelenkt durch meine Maschine. Und es wäre ganz schön, wenn das Labor jetzt noch kaputt geht, bevor meine Kampfmaschine kommt. Auch schade. Schade, schade, schade. Aber wir kriegen doch die Meisterhütte. Okay, wir kriegen die Meisterhütte dort. Und ich kann meine Maschine nochmal zünden. Ach, das ist immer Nachtdorf hier. Naja, demnächst wird ja alles besser im Nachtdorf. Alles wird ja besser, schöner, schneller. Also keine Trainingszeiten mehr, keine Wartezeit mehr. Du kannst einfach dauerhaft hier angreifen. Für den einen oder anderen sicherlich gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn man mal ein bisschen Pokale pushen will oder so. Oder so wie ich immer eben 100% machen. Ist auch eine Ausnahme, Leute. Ist auch eine Ausnahme. Hier gibt's ja auch ein Labor. Und hier gibt es ja auch eine Kaserne. Also auch da wird sich ja ein bisschen was ändern. Das heißt also, wenn ihr demnächst eure Kaserne ausbaut, also nach dem Update, dann könnt ihr trotzdem die Truppen trainieren, weil sie trainieren ja gar nicht mehr. Sie sind ja immer instant fertig und müssen nicht warten, bis die Kaserne fertig war. Bisher war es ja immer so, dass man warten musste, bis die Kaserne fertig war und dann konnte man erst wieder Truppen bauen. Das heißt also, in der Zeit konntest du gar nichts im Nachtdorf eigentlich machen. Finde ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung, die Änderung. Ob das dadurch das Nachtdorf jetzt attraktiver macht, das ist einmal dahingestellt. Aber sicherlich wird der ein oder andere etwas mehr im Nachtdorf dann spielen, weil man hat überhaupt keine Wartezeiten mehr und vor allen Dingen bei so Clan-Spielen und so, da bringt einen das schon richtig cool nach vorne. Es gibt ja viele Spieler, so wie ich auch, die spielen eigentlich nur, wenn sie ihren Tagesbonus kriegen und danach machen die nichts mehr. Warum auch? Ihr seht das hier bei mir auch. Ich muss noch jetzt zweimal das Zeug hier machen. Mache ich aber irgendwann mal abends und deswegen ist das nicht so schlimm. Dass ich jetzt den Pass nicht ganz so weit gespielt habe, ich hätte jetzt ein paar Spielchen machen können. Zwei Mauern machen hier im Nachtdorf mit Ringen oder sowas kann man hier durchmachen. Oder aber auch, okay, den habe ich jetzt gemacht, habe ich jetzt wieder zwei dazu bekommen. Ja, okay, die Hidden Tesla, das dauert halt alles schon mal ein bisschen, ne? Dauert alles schon mal ein bisschen. Ich habe ja eine Armee am Start hier. Wir können hier ein bisschen üben. Allerdings bin ich so ein bisschen vermindert, was meine Hogs und meine Miner angeht. Trotzdem gehen wir mal in die Suche rein, würde ich sagen. Ah, Bruder, die Suche hat wieder ein bisschen gedauert. Okay, das ist aber, der ist ganz in Ordnung hier. 700.000 vom Bein. Ich bin ja mittlerweile in Champ 1 gerutscht. Und der hat hier auch, ja, der hat auch sein Labor da. Ich muss sagen, das Design übrigens von dem Rathaus 13 Labor gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe es mir heute, ich weiß gar nicht warum, ich habe mir das heute mal ein bisschen genauer angeguckt. Also jetzt nicht von innen oder so. Aber es gefällt mir. Vom Design her finde ich das sehr, sehr schick. Okay, wir gehen hier mal vor. Genau weiß ich noch gar nicht wie, aber wir machen das einfach mal. Wir nehmen mal hier unsere Queenie mit dazu und ein paar Heiler im Heck. Können nie schaden. So, dann sollte er das da mal wegmachen, dass meine Queen dann auch Richtung... Was habe ich dabei? Oh. Oh. Dotti hat ja einiges dabei. Nur kein Sprung. Toll. Dotti hat einiges dabei, nur kein Sprung. Was machen wir denn jetzt? Ah, so ein Shit, ey. Mal gucken. Da ist ja immer ein Packer drin. Ob der uns nicht so ein bisschen, ob der nicht ein bisschen Mauerbrecher spielen kann hier. Hier haben wir noch zwei Yetis. Das ist jetzt meine Truppe, die ich eigentlich sonst immer verspende.
Und da spielt er Mauerbrecher. Das ist sehr, sehr gut. Muss er da auch noch reinkommen? Komm, 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 komm. Kam da Clanburg jetzt gerade? Ich habe das gerade nicht gesehen. Kam da gerade Clanburg? Ich habe es echt nicht gesehen, Leute. Oder kam. Oh! Yetis in der Clanburg. Scheiße, nee. Ja, doch noch Yetis in der Clanburg. Alles klar, Bruder. Alles klar, Brudi. Okay, dann nehmen wir hier mal unseren Drachen, würde ich sagen. Und wir spammen hier unsere anderen Truppen. Da hab ich jetzt mal gerade nicht ganz so viel von. Oh nein. Da habe ich gerade nicht ganz so viel von. Komm, Warden raus. Ja, da habe ich jetzt gerade nicht so viel von, Leute. Okay, da müssen die da noch ein bisschen gehen. Ah, ich bin noch ganz gut dabei. Ja, ich bin noch ganz gut dabei. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch was zum Frosten dieses Typens hier. Würde ich mal so sagen. Und jetzt wird es auch mal langsam Zeit hier für eine Warnzündung. Wir haben aber keine Heiler mehr am Start und auch nur noch unsere Championatin. Die zünden wir mal. Haben das Rathaus aber bekommen. Der Scattershot dort geht auch noch down. Jawohl. Außen. Ah, okay. Ups. Ups, ups. So. Ah, Adler, hör doch mal auf zu ballern da. Da steht sie da unten in der Quellenfalle, in der Tornadofalle. Ich sag mal Quellenfalle, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht. Oh, er ballert ja immer noch. Mann. Shit. Komm, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Dunkles könnte er mir noch holen, aber wir brauchten hier nur zu gewinnen und ein bisschen Krams haben wir auch gekriegt. Oh, ja. Jawohl, komm, Morden. Hol dir noch den Adler. Nein, er holt mir noch das Dunkle, alles klar. Oder doch noch den Adler. Ah, schade, nicht ganz geschafft, aber war. Ah, das war in Ordnung. Ja, das war in Ordnung, okay. So, ich werde jetzt mal nicht nachbauen. Ach doch, ich werde mal nachbauen. Allerdings hatte ich mir diese Armee hier ausgeguckt. Suilalo. Wollte ich einfach mal ein bisschen antesten. Einfach mal so. Was damit so geht, die nächste Armee hier. Oh, die ist gar nicht vollständig. Oh, die ist gar nicht vollständig. Warte mal. Bei 80, 271. 271. Den noch dazu. 279. Ach so, ja. Meine Spendentruppe. Alles klar. So passt es jetzt. 280, 280. So passt es. Super. Okay, Leute, das ist eigentlich gewesen. Kurze, aber knappe Folge, so ein bisschen aus meinem Dorf hier von Rathaus 13. Also, die letzte Forschung läuft bei mir. Ich hoffe, die letzten Forschungen laufen heute auch bei euch oder so, oder in dieser Woche oder demnächst. Oder ihr seid genauso froh wie ich, wenn das Labor erstmal durch ist, dass du da nichts mehr machen musst. Allerdings habe ich noch ein bisschen was im Dorf zu tun. Und ich habe hier zwar noch das Ding ganz gut befüllt mit 4,4. 7 da, aber das reicht noch nicht ganz dann für die nächste Kanone. Also Leute, zwei, drei Kanönchen noch, ein paar Bömmchen noch und dann sind wir hier durch. Dann können wir uns ganz fresh hier nur noch den CKs widmen. Ich hoffe, die Folge hat euch zum Wochenanfang ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende, das ist jetzt, einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und unten in der Beschreibung steht mein Twitch-Kanal. Dort sind wir ab und an mal live. Dort könnt ihr auf Twitch einen Planer sehen. Dann seht ihr auch, wann ich dann live komme. Manchmal halte ich es auch nicht ein, ich weiß, aber Real Life geht leider immer vor. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart. Bis dahin, Leute, euer Toto. Bis dann.